was passiert? Ja! Erste Hilfe Einleitung Nummer 1. Was tun bei Unfall mit dem Hackebeil? So, wir sind in den letzten Folgen mit dem Tizer hier durchgeballert und der hat hier alles durcheinander gebracht. Jetzt räumen wir diese ganze Lorbeernummer hier ein bisschen auf und machen mal einen kleinen Durchschlag hier. Die ganze Scheiße unten abpacken. Wir wollen ja auch einen sauberen Garten haben. Ich halte fest, okay? Aber du bist vorsichtig, ne? Alter, was passiert? Meinst du, das ist schlimm? Hörst du das noch? Wenn ich hier drücke, tut das weh? Sani, kannst du mal sagen, ob das jetzt, also... So ein bisschen durch hast du ja, ne? Ich bin aber nur durchs Mittelstück hier. Ja, ne, also das kriegen wir bestimmt. Was machen wir denn da, wenn man sich jetzt auf die Hand haut beim Lorbeeren kürzen? Was machen wir da? Ja, also da ist eigentlich immer ein Druckverband echt geil. Willst du das mal probieren? Ich mache eh schon blutige Hände, dann muss ich mich nicht anschauen. Ich kann den mal rumwickeln. Den jetzt genau, warte, zieh noch mal ein Stück weiter ab. Wie die Binde, da kommt nämlich so ein. Aha, okay, mit dem packst du, genau. Auf die schön, Wunde, genau, ja. Genau, schön auf die Wunde drauf. Also einfach jetzt so mit Schmackes. Genau. Eins, zwei und jetzt. Genau. Jetzt packst du das dazwischen, direkt darauf, wo die Wunde war, so ungefähr. Nee, kannst du ruhig zulassen, nur dass wir einen Druck drauf haben. Ach so, okay, also das ist jetzt die Idee. Also Druckverband ist einfach so doll es geht. Genau, dass da schön Druck drauf ist und hochhalten den Arm, wenn du da fertig bist. Kannst du ihn ein bisschen hochhalten. So ein Druckverband habe ich im normalen Rechner. Der ist in jedem Erste-Hilfe-Kasten drin. Da geht auch, anstatt so einem zweiten Verbandspäckchen, geht auch eine Zigarettenschachtel. Du kannst das auch ein bisschen rechts. Legst das hier so ein bisschen so. Sagen wir mal, der Finger wäre ab gewesen, ne? Was hätte ich dann mit der Appenhand gemacht? Was? Kalt machen, ne? Genau, aber nicht mit Eis irgendwie, sondern du packst den ersten Beutel in den zweiten Beutel, okay. Machst da kaltes Wasser rein und schmeißt vielleicht noch ein paar Eiswürfel rein. Ich habe mal gehört, dass man abgetrennte Gliedmaßen in seinen Mund nehmen soll, weil der rein ist. Nee, der Mund ist das Schlimmste. Das ist eher ein Arschstecken. Also du kannst den Mund vom Hund stecken, der ist noch sauberer als dein Mund. Also wir haben alles richtig gemacht, alles und dennoch verloren. Ja. Wir würden jetzt halt schnell zum Notarzt. Genau. Also, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Ich weiß nicht, wie der Handchirurg hier so ist, aber... Nee, aber danke dir vielmals. Ja, nee, also... Ich schüttel nicht so gerne Hände. Ich bin sonst kurz mal vorne. Ich glaube, ich lasse das. Spül das doch einmal ab und dann machst du mal. Genau, mach noch ein Pflästchen rüber. Ich rufe den Notarzt. Ja. Tschö.